Als Jesus auf dieser Erde war, hat er Menschen gesucht. Er hat auch Menschen gefunden, die am Leben zerbrochen waren, aber auch Menschen, die ganz fest im Leben standen. Die Armen und die Reichen, die Jungen und Alten, die Gescheiterten und Erfolgreichen. Er hat sie alle gefunden. Wenn wir über Christus und über das Evangelium erzählen, dann orientieren wir uns ja meistens an Menschen, die in der Krise sind und wir versuchen, sie dann rauszuholen. Aber wir verpassen doch dann die Erfolgreichen, die Reichen, die eigentlich alles im Leben haben. Und heute spreche ich mit einem Mann, mit David, der uns von seiner Arbeit berichtet, wie er genau solche Menschen anspricht. Auf jeden Fall viel Freude in den nächsten Minuten. Ja, David, herzlich willkommen. Du darfst uns jetzt gleich mal deinen Nachnamen richtig verraten, wie dein Nachname richtig ausgesprochen wird, weil man ist nicht sicher, Kadel oder Kadel. Ja, Kadel. Ich bin ein Schwabe und daheim im Schwabeland sagen wir der Kadel. Der Kadel. Kadel. Okay, der Kadel. Aber wir sagen David, ja, das ist David, leichter, da ja. Ist es relativ klar, die Aussprache. Ja. Du bist Mentalitätscoach. Mhm. Was macht ein Mentalitätscoach? Er arbeitet mit Fußballern zusammen, hauptsächlich seit fast 25 Jahren und versucht Mentalität, heißt ja deine Einstellung, dein Charakter, deine Persönlichkeit, deine Haltung, wie du durchs Leben gehst, zu lehren. Weil ich glaube, wir lernen in der Schule alles Mögliche, E gleich MC Quadrat und alle möglichen Dinge, die wir wieder vergessen. Aber wer bringt uns eigentlich bei, mit Widerständen umzugehen? Wer bringt uns bei, eine Persönlichkeit sich zu entwickeln, zumindest zu einer? Von der die Menschen sagen, ey, wow, was für eine Persönlichkeit. Es geht dir doch sicher auch so, dass du manchmal Menschen triffst und danach denkst, oh wow, der hat uns inspiriert, ein toller Typ. Und all das ist ja Mentalität, also mens, mentis, der Geist. Dein Kopf bestimmt ja am Schluss den du bist oder wer du sein willst. Und das alles ist im Fußball ein Riesenthema geworden, weil da einfach viel Druck ist und weil diese Jungs eben am besten recht früh lernen, wie sie Vorbilder werden. Du sprichst jetzt den Fußball schon an, also du arbeitest sehr stark mit diesen Sportlern zusammen, also Jürgen Klopp zum Beispiel wäre jemand so als Trainer, auch andere Fußballer, vielleicht kannst du mal zwei, drei Namen sagen, dass man so eine Vorstellung hat. Also mit Jürgen Klopp arbeite ich nicht zusammen, ganz sicher nicht, von dem habe ich viel gelernt, genau andersrum. Ich habe mit Jürgen Klopp einige Bücher geschrieben oder Filme gemacht und Vorne hilft der liebe Gott ist zum Beispiel ein Film mit Jürgen Klopp und mit David Alaba, mit verschiedenen Fußballern, die auch Christen sind, die ich mit der Kamera ein Jahr begleitet habe, lief auch im Kino. Und da geht es um das Thema, wenn du im Fußball all diese Tore, Triumphe, mal alles weglässt, was wir ja jede Woche in der Sportschau sehen. Wer ist eigentlich dieser Typ? Hab Jürgen Klopp eben gefragt, was bist du für ein Mensch? Warum bist du so voller Energie? Also jeder, der ihn trifft, sagt, wow, was für eine Persönlichkeit. Und er hat mir zum Beispiel in diesem Film gesagt, für mich sind es die 4D im Leben. Auch das hat mit Mentalität zu tun, Demut, Dienen, Dankbarkeit, Durchhaltevermögen, hat gesagt, das sind so 4 Ds, die ich auf meiner Fahne stehen habe, wer ich eigentlich so im Leben sein möchte. Und das sind so Dinge, die ich viel mit Fußballern mache, ihnen eine Plattform geben, zum Beispiel hier die Fußballbibel. Ja, komm, schauen wir gleich mal rein. Genau, wo sie ein bisschen erzählen können über ihren Glauben auch. Wie kann ich denn Mentalität lernen? Also jetzt ein Fußballer, der trainiert, der kann einen Freistoß schießen, der weiß, wie ein Elfmeter geht und der kann auch einen Übersteiger. Und versteht das Spiel. Also man könnte ja sagen, eigentlich du hast die besten Voraussetzungen, um auf dem Spielfeld, um auf deinem Spielfeld zurechtzukommen. Warum brauchst du noch Mentalität? Also ist es Mentalität i-Tüpfelchen oder die Grundlage? Eigentlich ist es die Grundlage, weil der Fußballer hat ja auch oft keinen Erfolg. So, nehmen wir mal einen Stürmer, der irgendwie 5 Spiele schon kein Tor geschossen hat. Der kommt dann zu mir oder 5 Monate. Und sagt, ja, David, mein Selbstbewusstsein ist irgendwie im Keller. So, das heißt, er muss ja wieder lernen, an sich zu glauben. Also Mentalität ist ein Riesenthema, was alles letztendlich hier drin stattfindet. Wie kriege ich jetzt diesen Spieler wieder dazu, mit Überzeugung aufs Spielfeld zu gehen und sagen, dass ich jetzt 3 Monate nicht getroffen habe? Egal, ich gehe raus, heute werde ich das Tor machen. Ich glaube hundertprozentig daran. Das ist ja alles hier drin. Und du musst es lernen, weil auch du und ich, wir gehen ja auch nicht durchs Leben und haben immer nur Erfolg. Wir müssen mit Ablehnung zurechtkommen. Und wenn du mich fragst, wie lerne ich Mentalität, könnte ich dich jetzt auch zurückfragen. Fabi, wie bist du in deinem Leben mit Ablehnung zurechtgekommen? Und jetzt gibt es 2 Typen. Bist du verbittert und hast gesagt, boah, sind die alle bescheuert, warum kriege ich hier Ablehnung? Warum ich? Ich bin so ein Opfer, ich armer Tropf. Oder bist du also A, verbittert oder B, bist du jemand, der Entschlossenheit dann gezeigt hat und gesagt hat, okay, ich arbeite mehr an meinen Dingen, ich bringe mehr Exzellenz rein. Also es gibt immer nur A oder B. Entweder gehen wir mit Widerständen schlecht um
und bemitleiden uns und versacken in irgendeiner Ecke, oder wir krempeln die Ärmel hoch und sagen, so, pass mal auf, denen zeige ich, was wirklich in mir steckt. Und das ist alles Einstellung, Mentalität. Passiert alles so im Kopf, ja? Ja. Ich habe das Buch, du hast das Buch schon erwähnt, die Fußballbibel. Ja. Jetzt kennen wir als Christen die Bibel. Warum Fußballbibel? Ganz einfach, weil das Buch besteht aus Teilen des Evangeliums, also von der guten Nachricht. Im Neues Testament sind ausgewählte Bücher mit drin. Die ganze Bibel wäre ein bisschen zu dick geworden. Und dazu erzählen Marco Rose, Trainer von Leipzig, und Thilo Kehrer, Nationalspieler, Jürgen Klopp, all diese tollen Typen, David Alaba, erzählen, warum Gott ihre Kraft in ihrem Leben ist. Ist schon was Besonderes. In der Zeit heute, wo die Menschen, glaube ich, immer weniger mit Gott und mit dem Glauben, mit christlichem Glauben zu tun haben, kommen plötzlich so Superstars um die Ecke und sagen, hey, Jesus, Bibel, voll mein Ding. Ich brauche das. Das macht mich demütig. Wäre die Frage jetzt, warum brauchen gerade solche Leute, die im Leben alles erreicht haben? Also das sind doch die Stars, zu denen man aufblickt. Das sind die Stars, die es erreicht haben. Die sind im Fernsehen, die sind in Interviews, aber nicht nur dort, sondern die sind auch präsent. Das heißt, sie haben Erfolg, sie sind Woche für Woche und liefern mehr oder weniger Woche für Woche ab. Ja. Für was brauchen sie noch Gott? Also ist doch eigentlich dann das, ist es so ein überflüssiges Add-on, oder ist es doch dann noch mehr? Was für eine coole Frage. Ich könnte jetzt zurückfragen, wofür braucht ein Mensch Sinn? Ist das ein überflüssiges Add-on? Ja. Nein, also sie brauchen alle Sinn. Und sie haben irgendwann gemerkt, mein Haus, mein Auto, meine Traumfrau, meine Karriere, mein Pokal, all das am Ende, macht es Sinn? Nein. So, du machst die Nachrichten an, Israel, Raketen, Ukraine, 10.000 Kinder sterben heute übrigens, heute an diesem Tag, weil sie nichts zu essen haben. Nicht an Krankheit, nur wegen Hunger. So, was macht in dieser Welt eigentlich Sinn? Und das sind zum Glück Typen, die irgendwann so reflektieren ihre eigene Karriere, dass sie sagen, da muss mehr sein als nur bloody Fußball. Also so. Und dann merken sie, dass eine Sehnsucht, also wenn man mal anfängt, auf sein Herz zu hören, dass dein Herz dir vielleicht auch diese Frage stellt, warum lebe ich eigentlich? Was möchte ich eigentlich bewirken mit meinem Leben? Und zum Glück bringt es viele, die darüber nachdenken, ja, viele nicht, aber einige, dann dazu, sich mit Gott zu beschäftigen. Also glaubst du, dass diese Frage, die dann im Menschen irgendwo dann auftritt, egal in welcher Situation man ist, so ein Pfeil, ein leuchtender Pfeil ist, hey, du bist für mehr gedacht als Mensch, da gibt es einen Gott, da gibt es ein transzendentes Wesen, was dir begegnen will? Also ich glaube, dass jeder Mensch, also wirklich jeder, irgendwann in diesen Moment kommt, wo er sagt, wenn es da einen Gott da draußen gibt, verrat mir bitte, warum lebe ich hier eigentlich? Was soll das eigentlich alles? So, wenn du jetzt mit 80 auf deinem Sterbebett liegst und darüber nachdenkst, was war mein Leben, ist vielleicht ein bisschen spät. Ja. Deswegen ist es ganz gut, wenn, also ich habe mit 14 Jahren, ich wurde konfirmiert, mein Pfarrer ist mit so einem Hut rumgegangen und dann konnte man so einen Vers rausziehen, wie so ein Glückskeks. Und da stand bei mir drauf, ist Gott für dich? Wer kann gegen dich sein? Römer 8,31. So, das war mein Konfirmationsspruch. Ja. Den habe ich in meinen Geldbeutel gesteckt und dachte so, oh wow, es macht irgendwie Sinn, so einen Gott zu haben wie so ein Papa. Ich habe ja in der Kinderkirche gelernt, Gott ist dein Vater. Ja, ja. Weil ich hatte keinen Vater im echten Leben und der passt auf dich auf. Und so, das hat Sinn gemacht für mich, zu wissen, das ist nicht alles irgendwie Zufall. Und ich hoffe, dass viele Menschen, die vielleicht jetzt auch unsere Sendung sehen, mal innehalten, das Handy weglegen, den Fernseher ausmachen und sich wirklich fragen, was mache ich hier eigentlich? Was macht eigentlich Sinn in diesem Leben? Wofür bin ich eigentlich hier? Also Fernseher erst nach der Sendung ausmachen, das ist ganz wichtig. Wenn Gott oder wenn Jesus heute hier auf der Erde wäre, so als Mentalitätscoach, er würde deinen Beruf machen. Ja, ja. Was würdest du sagen, ist so der Tipp, den er der Menschheit mitgeben würde, den er formulieren würde für Menschen, die entweder alles haben oder gerade auch in einer ganz herausfordernden Situation sind. Also er würde bestimmt über Demut reden als Schlüssel für ein erfolgreiches Leben. Ja. Es gibt so einen Vers in der Bibel, der so einer meiner Top 10 Lieblingsverse, der heißt, demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes. Also Demut heißt immer, nimm dich selbst nicht so wichtig. So wird er dich erhöhen. Und das wollen wir ja alle, zu seiner Zeit. Demütige dich, dann wird dich Gott irgendwann erhöhen. So, und ich glaube, Jesus würde als Coach uns empfehlen, hey, sei demütig, nimm dich selbst nicht so wichtig. Wenn du jemanden siehst, der irgendwie gerade Probleme hat auf dem Bahnhof, dem irgendwie Geld fehlt, der irgendwie, kümmere dich um Menschen, das ist Demut. Immer mal zu gucken, wo könnte ich was Gutes tun für Menschen. Und ich glaube aber, unsere Gesellschaft lehrt ja genau das Gegenteil. Ja, verwirkliche dich selbst, Geiz ist geil, sei ein Egoist, so, weil wenn du was gibst, dir wird doch keiner was geben, so werden wir ja groß, also haben wir leider viel zu viele Egoisten um uns herum. Also Jesus würde definitiv über Demut sprechen. Ja.
Das widerspricht auch unserer Fotokultur. Wir haben immer so die Selfie-Kultur. Ne? Der Moment, den muss ich einfangen. Ja. Die Statue oder das Schloss wird nur mit mir auf dem Foto interessant. Ja, ja. Ist nicht anders interessant. Also schau auf den anderen. Ist das auch so der Schlüssel, den du für dich gesehen hast, wo du sagst, ich möchte noch eine andere Initiative ins Leben rufen, nämlich diese hier, wie man Riesen bekämpft. Du hast nämlich ein zweites Buch geschrieben hier, wie man Riesen bekämpft, wo du auch ganz Menschen wirklich siehst, würde ich sagen, und auch an existenziellen Punkten im Leben siehst. Kam das dadurch, dass du sagst, ich will mich selber demütigen, um diesen Menschen zu begegnen? Ich will nicht nur mit Fußballstars zusammenarbeiten? Sagen wir mal so, es kam zu mir das Projekt, ich hatte es gar nicht vor. Vor Corona habe ich bin mit Gott viel im Gespräch. Also ich bin jetzt nicht so ein Typ, der sagt, ich bete dreimal am Tag. Hallo, lieber Gott, bitte schenk mir irgendwie ein Ferrari oder ein Wurstbrot oder so. Sondern ich bin irgendwie so ein Christenmensch, der irgendwie ständig mit Gott am Quatschen ist. So. Ja. Also das ist für mich ein Privileg, weil Gott ist für mich wie Luft, der ist immer da. Und irgendwie kam so ein Gedanke, sammle Mutmachgeschichten, also vor Corona. Ja, und dann habe ich Samuel Koch und Heiko Herrlich und viele Menschen angeschrieben, die ich kannte, wo ich wusste, der kann einen Menschen Mut machen mit seiner Geschichte. Und dann kam Corona und das Buch war erst zur Hälfte fertig und plötzlich wusste ich, warum Gott mir so geflüstert hat, sammle Mutmachgeschichten. Ja, ja. Weil plötzlich war überall Krise und die Krise ging nicht mehr weg und nach Corona kam Ukraine. Und, so, und ich merke, dass meine Haltung, dass ich seit einigen Jahren durchs Leben gehe und sage, Gott, ich will Menschen dienen. Das ist so meine Identität. Also wenn du jetzt zu mir sagst, du bist Mentalitätstrainer, du hättest auch sagen können, David, du bist Ermutiger. So, das passt, ich bin Ermutiger. Ja. Warum? Weil ich ein Leben lang nicht ermutigt wurde von Menschen und weil es viel zu wenig gibt. Also dachte ich, komm, dann sei selbst ein Ermutiger. Und dann ist dieses Buch fertig geworden und ich möchte es 1 Million Mal verschenken in diesen Krisenzeiten, weil Jugendliche warten bis zu 9 Monate, dass sie in der Jugendpsychiatrie einen Termin bekommen, die ganz schreckliche Krisengedanken leider entwickeln und viel Depressionsgedanken. Also es ist ein sehr großes Projekt. www.wiemanriesenbekämpft.de, weil wir ja jetzt nicht eine Stunde darüber reden können. Aber ich sage dir noch eins, das ist das schönste Projekt meines Lebens, weil ich habe schon viele Bücher geschrieben in meinem Leben, aber ein Buch, was du schreibst und von Anfang an verschenken willst, da habe ich so gemerkt, ich bin Schwabe, wir Schwaben sind geizig. Das ist sicher. Das macht eher was mit dir. Eben, das war sicher nicht meine Idee, aber ich danke Gott, dass er mir so eine Freiheit schenkt, zu sagen, ich möchte von Anfang an das verschenken, weil Mut darf nichts kosten. Also Mut muss für alle da sein und so gehe ich in Jugendpsychiatrien regelmäßig. Also heute zum Beispiel auch, fahre nach Frankfurt, gehe mit Sebastian Rode, Kapitän von Eintracht Frankfurt, in die Jugendpsychiatrie. Und nächste Woche bin ich in der Kinderkrebsstation in Stuttgart. Ich habe immer Fußballer dabei. Und wir verschenken an Kinder und Jugendliche, aber auch an Erwachsene, in großem Stile dieses Mutmachbuch. Jetzt frage ich ganz provokant. Also du gehst in solche, ganz bewusst in solche Settings hinein, wo Menschen auch in der Krise sind. Gibst ihnen das Buch und sagst, ja, schau mal hier, es gibt Geschichten, da haben Leute Gott erlebt oder da haben Menschen irgendwie eine Erfahrung gemacht oder haben Mut gesammelt oder ähnliche Erfahrungen. Die Situation für den Jugendlichen ist aber trotzdem schwierig. Mhm. Die Situation ist ja dann nicht auf einmal aufgelöst, nur weil ich jetzt eine Geschichte gelesen habe. Ja. Ist es nicht ein Vertrösten so, es wird irgendwann mal besser werden und halt jetzt einfach nur aus? Oder ist da noch ein Kern mehr noch da drinnen in diesen Geschichten, wenn man die sich durchliest und so an sich rankommen lässt? Also ich glaube, es ist Inspiration in einer Situation, wo ein Mensch nur verzweifelt ist. Also wenn jetzt jemand zu mir käme und sagt, mein Sohn hat einen Gehirntumor, oder muss in die Jugendpsychiatrie, dann würde ich als Vater ja auch verzweifeln. So, und wer macht dir den Mut in diesen Situationen, wo du von einem Arzt zum anderen gehst? Und ich sehe ja regelmäßig diese Kinder mit Glatze und ihrem Tropf. Und der Arzt flüstert, der hat einen Gehirntumor, vielleicht lebt er noch ein Jahr. Es ist schon krass. Ja, ja. So, und die brauchen Geschichten, die sie lesen. Das sind 35 Stück da drin. Von Menschen, die Ähnliches erlebt haben. Aber wie sind die damit umgegangen? Ja. Warum haben die das gut hingekriegt? Warum haben die, wie man Riesen bekämpft, ist das schon der Titel? Warum haben die gekämpft, anstatt in der Ecke sich zu bemitleiden? Was ja auch ich verstehen könnte. Ja. Ich kann jeden verstehen, der so eine hammerharte Krankheit hat und sich bemitleidet und sagt, ich habe keinen Bock mehr, ich hoffe, es ist bald vorbei. So, aber derjenige, der sagt, nein, ich glaube, da ist eine Möglichkeit, das zu besiegen, den möchte ich erreichen und ihm Mut machen. Aber ich will den anderen auch erreichen, natürlich. Ja, ja, ja. Und ich glaube, wir unterschätzen die Macht von Geschichten. Weil Jesus hat, was hat er gemacht? Er hat meistens Geschichten erzählt und Gleichnisse. Und ich glaube, das ist das, was unsere Gesellschaft mangelt heute. Wir sind eine sehr uninspirierte Gesellschaft. Wir hören
Instagram, Tagesschau, Bomben fliegen, nur negative Dinge oder belangloses Zeugs. Und sag mir, frag mal all deine Freunde, wenn du heute Abend irgendwo jemanden triffst, wann warst du zuletzt inspiriert? Wann hast du zuletzt eine Geschichte gehört, die dich berührt hat? Wir werden alle sagen, keine Ahnung, lange her. Also wir brauchen Geschichten, die uns ins Herz gehen. Und dann stehen wir auf und sagen, so, jetzt fange ich an, jetzt kämpfe ich, jetzt bleibe ich positiv. Jetzt, also es hat schon eine Wucht. Ja, jetzt leben wir aber auch in einer Zeit und in einer Gesellschaft der Selbstoptimierung. Also man will immer besser werden. Ich könnte jetzt auch sagen, ja, ist jetzt auch so ein ähnlicher Ansatz. Und zwar, ich lese mir Geschichten durch, wie andere damit umgegangen sind, um selber mich zu optimieren, um selber stärker zu werden, um selber im Leben mehr klarzukommen. Wo ist der Unterschied in deinem Ansatz zu dem Selbstoptimierungsansatz? Oder ist da vielleicht gar nicht so eine große Lücke? Also der Unterschied ist einmal der, dass es echte Geschichten sind, dass es Biografien sind. Also vieles, was so Influencer oder ist ja so erfundenes Zeug oder Zeugs, was man schon 100-mal abgeschrieben hat von anderen. Also ich finde, es geht nichts über spannende Biografien, wo wir von Menschen hören, die wir bewundern, wie sie das geschafft haben. Heiko Herrlich erzählt zum Beispiel da drin. Krebserkrankung hat er gehabt. Genau, Gehirntumor, Haare weg. Die Ärzte sagen, vielleicht leben sie noch 3 Jahre oder vielleicht aber auch 30. Wir wissen es nicht. So, wie gehst du mit dieser Unsicherheit um? Und er erzählt die Geschichte, dass er zwar schon Christ war, aber dass es ihn dann noch viel mehr zu Gott hingezogen hat, weil er plötzlich gemerkt hat, boah, alles ist am Wanken. Also ich glaube, echte Geschichten, die jetzt nicht erfunden sind, die uns berühren, haben nochmal eine ganz andere Wirkung als all diese Serien, die wir irgendwo gucken, um uns selbst zu optimieren oder all diese Coachings, die wir besuchen. Geht nochmal mehr so in diesen Schmerz hindurch auch und hinein wahrscheinlich. Also wenn du gerade solche Geschichten liest, wo Menschen so eine Diagnose haben, das ist ja immer etwas sehr Schmerzvolles. Ne? Genau, du möchtest das Buch teilweise fast weglegen, weil du denkst, boah, oder du sagst, ich bin so froh, danke Gott, dass mir das nicht passiert. Ich wüsste nicht, wie ich damit umgehen würde. So, also es sind echte, wirklich Vorbilder da drin, die einem Mut machen, wie ich schon gesagt habe, umzudenken, auch demütig zu sein. Zum Beispiel gibt es einen Tennisspieler, der Johnny Heimes, der hat als Jugendlicher, der war ein richtig guter Tennisspieler, diese Diagnose. Und dann hat er gesagt, solange ich noch lebe, ein paar Jahre habe ich vielleicht noch, möchte ich die Zeit nutzen, um anderen Kindern Mut zu machen. Dann hat er eine Stiftung gegründet. Wie verrückt ist das denn? Du musst kämpfen, heißt die Stiftung. Da wird jedes Jahr so eine Tennis-Trophy ausgetragen. Und die hat unheimlich vielen Hunderttausenden Kindern und Jugendlichen heute schon in Krankenhäusern in Hessen geholfen, also in ganz Deutschland eigentlich. Und das zeigt dir, da ist einer, auch in diesem Buch, der kriegt eine Diagnose und er sagt, nee, ich will in den Jahren, die ich habe zur Verfügung, der ist dann auch gestorben, möchte ich was bewegen. Also hat er 12 Jahre lang seines Lebens noch ganz, ganz viel bewirkt. Jetzt berichtest du viel über solche Leute, die sich dann so investieren für die Gesellschaft oder auch von sich selber berichten. Hat denn ein Mentalitätscoach auch solche Momente, wo er sagt, so, wow, jetzt zweifle ich aber doch mal und jetzt kommen auf einmal doch die Themen des Lebens mit einer Wucht, holen mich ein und ich werde konfrontiert und wie gehst du dann damit um? Zweifeln woran? Meint Gott gut mit mir? Ach so. Jetzt kommt gerade Leid in mein Leben. Macht das alles noch einen Sinn? Du hattest über Sinn gesprochen. Also wo dann auch mal die Fragezeichen kommen, hey, macht es denn wirklich Sinn? Oder ist es wie so ein Stein, der feststeht, der sich nicht bewegen lässt und du sagst so, nein, das ist ein Glaubenssatz und an dem will ich gar nicht rütteln? Also zweifeln, dass Gott es gut mit mir meint, niemals, weil da habe ich einfach wahrscheinlich Glück gehabt oder bin privilegiert, gesegnet, wie du es immer nennen willst, dass ich, seit ich zu Jesus gefunden habe, bin 1991 Christ geworden, ist das schon so wie ein Fels, wie du gesagt hast, he's my rock. Klar, ich bin ja ein Mensch, ich zweifle an Dingen, wenn ich krank werde, denke ich, boah, wann werde ich endlich wieder gesund, wann ist diese doofe Erkältung vorbei oder Corona oder was auch immer. Aber auch da hilft mir zum Beispiel die Bibel, ich bin ein riesen Bibelfan und ich kann dir viele, viele Verse zitieren, die ich für mich in diesen Situationen, wenn es mir schlecht geht, zitiere. Also der Klassiker, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, sage ich manchmal laut vor mich hin. In der Situation, wo mein Kopf sagt, David, du armes Schwein, du wirst sterben, diese Grippe, ganz schlimm, Selbstmitleid. Wir haben das ja alle, so Kopfkino. Ja. So, und diesem Kopfkino muss ich was entgegnen. Also sage ich, hey, Moment, nee, Gott hat mir nicht gegeben den Geist der Verzagtheit, er hat mir gegeben den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Auch so ein Lieblingsvers, 2. Timotheus. So, also ich nehme die Bibel oft so als Schwert und sage, hey, ihr blöden Gedanken, raus aus meinem Kopf. Ich weiß, Gott sorgt für mich. Also siehst du schon das so als Kampf auch an? Totaler Kampf. Absolut. Dass es dich auch berührt und... Also wer irgendwie behauptet, Christsein ist so pipi, alles easy, der lügt, ganz ehrlich. Es ist auf jeden Fall ein Kampf. Aber
Das Schöne ist als Christ, dass ich habe genügend Waffen für diesen Kampf. So, ich heiße ja noch David dazu, David gegen Goliath. Du hast eine Schleuder statt ja, die Waffenrüstung ja, Gottes. Genau, oder? Zack, hier. So, also, und deswegen wäre ich doch bescheuert, wenn ich als Christ die Waffen habe und es nicht einsetze. Und ich erschrecke oft drüber, wie viele Christen es gibt, die ich auch kenne, die gar nicht mehr wissen, was in der Bibel steht. Wo ich dann denke, was machst du eigentlich, wenn dein Kopf dich kaputt macht und du voller Sorgen und Ängste, was machst du, was setzt du dem entgegen? Ja, du musst da was haben. Also Jesus hat uns das herbeigebracht. Er hat gesagt, du musst das Wort nehmen, das ist wie ein Schwert und dann haust du auf diese Sorgen drauf und es funktioniert ja tatsächlich, die gehen ja auch. Du hast eingangs erzählt, wie du mit Sportlern, mit Fußballern vor allem zusammenarbeitest. Mhm. Jetzt kommst du hier mit der geistlichen Waffenrüstung. Ja. Merkst du, dass es da so Berührungspunkte gibt? Oder wenn du dann mit den Sportlern zusammenarbeitest, die, wie gesagt, schon alles haben, die vielleicht mal die Frage nach dem Sinn stellen, dass du dann sagst, ja, eigentlich ist so Bibel, die Waffenrüstung Gottes, das ist genau das, was du brauchst. Kommst du dann mit ihnen ins Gespräch? Nee, also weil mein Beruf, wenn ich jetzt zu einem Bäcker gehe und ich will eine Brezel und er steckt mir dann so eine Bibel heimlich drunter. Ist irgendwie komisch, oder? So, irgendwie ja, komisch. Was willst du mir unterjubeln? Ja. Nee, da bin ich schon wirklich ganz professionell auch in meinem Beruf. Wenn ich bin auch bei den Fußballclubs und spreche vor der ganzen Mannschaft und da werde ich dann sagen, okay, und jetzt am Ende beten wir noch das Vaterunser. Das wäre eigentlich geil. Vielleicht. Wir fassen uns an den Händen alle. Genau, und dann, vielleicht sollte ich das mal machen. Nein, ich lasse das Thema bewusst weg, aber manchmal gibt es Spieler, die, oder auch andere Sportler, gibt auch Tennisspieler und verschiedene, die ich so coache, die dann zu mir kommen und mich fragen, weil die wissen, dass ich Christ bin. Also irgendwie kriegt man das wohl mit, wenn man mich googelt oder so. Und die sagen dann, ey, sag mal, du kennst dich doch aus in der Bibel. Wie ist denn das mit Gott, wenn ich so bete? Hast du da irgendwie einen Buchtipp, wie man mehr versteht, was das eigentlich mit Jesus so auf sich hat? Warum feiern wir Ostern, Weihnachten? Das passiert schon öfters und da gebe ich denen auch was. Aber nicht im Sinne von, so, jetzt zack, Vollgas, sondern ich glaube, Empathie ist was Wichtiges im Leben. Und ich merke, wir Christen haben so eine Geschichte von viele, viele Dinge falsch machen. Oder sagen wir, wir Kirchen, sage ich, nicht wir Christen. Wir Christen auch. Wir machen alle Fehler. So, aber ich möchte immer so die Empathie nicht verlieren und zu spüren, was braucht dieser Mensch und wo ist es echt too much. Sondern wenn er mich fragt, okay, gebe ich ihm das ganz nüchtern, freue mich natürlich. Und es gibt auch einige, zum Beispiel Marco Rose, Trainer von RB Leipzig, oder Sandro Schwarz, mit denen habe ich einen Bibelkreis gemacht, als die Spieler bei Mainz 05 waren. Und die wollten wirklich mehr wissen. Da war Jürgen Klopp ihr Trainer. Heute sind sie beide erfolgreiche Trainer und haben, denke ich, in diesen 2 Jahren, wo wir diesen jeden Mittwoch Bibelkreis gemacht haben, abends dann Champions League geguckt danach und Pizza gegessen. So, also es war eine lockere Runde. Aber ich glaube, die haben da auch sehr, sehr viel mitgenommen an Inspiration über Jesus, sind auch Christen geworden, beide, und leben das auch. Ja. Und das kann auch da schon mal dann passieren, dass einer tatsächlich dann auch zum Glauben findet. Also so ein Weiterführen eines Menschen auch und Begleiten. Also es ist nicht nur punktuell mal zu sagen, hier, Jesus ist die Lösung auf all deine Probleme, sondern du hältst auch die Probleme selber aus und begleitest dann diesen Menschen mit. Genau. Es entstehen Freundschaften auch manchmal. Und dann ist es nicht mehr Coaching und Kunde, sondern plötzlich sind da Freunde, die irgendwie zusammen durchs Leben gehen. Mhm. Ist natürlich die schönste Form, dann, wenn sowas passiert. Natürlich interessiert es mich, und das ganz zum Schluss, ein Mentalitätscoach hat was für einen Lieblingsspruch in der Bibel? Was ist dein Lieblingstext in der Bibel? Hast du da einen? Einen nur. Jetzt einen. Das wahrscheinlich. Ja, habe ich. Und es fällt mir gar nicht so schwer, das zu sagen, weil wenn ich hier hochgucke und diese Scheinwerfer, die hauen mir voll gegen die Stirn. Der heißt, die auf Gott sehen, werden strahlen vor Freude. Das ist Psalm 34, Vers 6. Und das ist öfters mal ein Joker, wenn ich so am Bahnhof stehe und der Zug fällt mal wieder aus. Der ICE, Achtung, Achtung, dieser ICE so. Und die Leute sind alle am Jammern. Oh nein, so German Angst, alle machen sich schon wieder in die Hose. Und dann mache ich das manchmal für mich, weil ich bin sonst auch am Jammern. Also sage ich, okay, Gott, wie war das nochmal? Die auf Gott sehen, werden strahlen vor Freude. Und dann mache ich das. Und das funktioniert jedes Mal, dass ich dann so denke, cool, Gott ist da, dann nehme ich halt den nächsten Zug. David, deine Freude, die du ausstrahlst, kommt auf jeden Fall an. Dankeschön, dass du da warst. Freue mich sehr. Und Ihnen darf ich diese Freude weitergeben, auf diesen Herrn zu schauen, auf Jesus zu schauen. Aber nicht nur dann für sich, um etwas rauszuziehen, sondern auch um etwas weiterzugeben. Genauer hinzuschauen, Menschen zu begegnen, Menschen zu sehen dort, wo sie sind. Vielleicht wirklich in einer Depression oder vielleicht in einem Erfolg. Auf jeden Fall, ich glaube, beide Menschen brauchen Sinn und brauchen Sie in diesem Moment. Alles Gute Ihnen. Thank you.